Ja, Hallihallöchen und herzlich willkommen, meine Freunde, wieder zu Seander. Hier ist euer Pitcher Meyers und wir sind wieder auf Femmedal unterwegs und vertreiben uns hier die Zeit, bis die neue Map nächste Woche kommt. Und zwar versuchen wir, Rentiere und so weiter zu schießen. Ich kann jetzt eigentlich, habe ich mir überlegt, noch zusätzlich wieder einen Revolver mitnehmen. Zwar nicht mehr den 223er, denn damit kann ich auch Rehe schießen. Soviel ich jetzt weiß, glaube schon, genau. Gut, so. Und dann Munition dafür, weil unser Bärenfass haben wir aufgefüllt. Es hat allerdings bis jetzt 6% Anziehung. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, haben wir ja gestern erst aufgestellt. So, ich werde auf alle Fälle losgehen, so wie gestern und so wie es auch in Zukunft sein wird. Ich weiß nicht, ob ich täglich ein Video schaffe, aber ich gebe mir Mühe, so oft wie möglich wieder Cuts zu machen und dann mit euch jagen zu gehen. Oh, Geruchsreduzierung muss ich auch noch einpacken. Da ist auch fast nichts mehr da. Depp, depp, depp. Wo haben wir das Equip? Genau. Dann Geruchsreduzierer, nehmen wir den erstmal noch mit, den 10er. Genau, und dann kann es auch schon losgehen. Gut, ja, ich melde mich, sobald sich was tut, und dann seid ihr mit dabei. Bis denn, tschüss. Ja, so, hallo meine Freunde, da bin ich dann auch. Und zwar haben wir hier einen Fuchs. Den werden wir uns auch holen. Und da unten steht ein Elch, aber den brauchen wir, das Weibchen. Wir wollen den Fuchs haben. Das ist ganz einfach. Bin hier auf dem Hochsitz an der obersten Lodge in der Nähe. Und jetzt soll der noch ein bisschen näher kommen. Und wir wollen, dass der gleich liegt. Ich benutze Rehposten, um die Waffe zu leveln. Ist relativ klein, scheint Weibchen zu sein. Und jetzt muss ich darüber. So, aber jetzt darf ich nicht mehr lang warten. Denn jetzt muss ich. Gut, der liegt. Kein Platz für uns beide. Missionsaufgabe. Sichten Sie einen Rotfuchs. Haha! Ja, haben wir ja. So, und das Weibchen haut ab hier. Gut, macht nichts. Hier unten liegt unser Fuchs. Ja, dann schauen wir mal schon runter zum Füchslein. Nehmen den auf und dann gehen wir wieder auf den Hochsitz hoch und warten ein bisschen, ob da noch mal was kommt. So, jetzt schauen wir mal. War auf alle Fälle Weibchen, denke ich mal. Ich habe ein bisschen aufgepasst, was oben steht. Aber von der Größe her dürfte es Weibchen sein. So, sehen wir gleich. Ja, weiblich. 7,8 Kilo, 14,3 Meter Körper, Markeneingeweide. 17er Score. CSS. Habe ich gar nicht aufgepasst, aber da ja ich im Multiplayer bin, kann man kurz nachschauen. 56,89. Gut, so. Ja, ich mache das jetzt immer im Multiplayer. Denn dann sehen wir am Schluss, wie viel CSS ich zusammenbekommen habe. Gut, so. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Tier. Bis dann. So, da bin ich auch schon wieder. Und Rentiere haben sich gemeldet da unten. Ich wollte gerade eigentlich weit laufen in Richtung zu dem roten Punkt. Jetzt gehe ich zurück zum Hochsitz und warte auf die Rentiere. Das hatte ich als gecallt und schauen wir mal, ob die kommen. Ja, und wenn es soweit ist, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Da vorne steht es, 160 Meter, ist weiblich. Aber irgendwie lässt es sich nicht beeindrucken. Weil wie oft man das benutzt, das Tier interessiert sich nicht dafür. Ja, wo ist es jetzt? Ne, läuft immer noch in diese Richtung. Entweder hört es mich nicht oder will mich nicht hören oder was auch immer. Deswegen werden wir das folgendermaßen machen.
Mal schauen, ob ich es im Liegen erwische. Muss ich jetzt erstmal, jetzt kann ich meine Waffe nicht bewegen. Das ist doof. Ah, was ist denn da los? Geht das? Kann ich wahrscheinlich nicht. Ah, ja, weil ich in dem Scheißbug stehe. Naja, mal schauen. Aber. Lass mal gucken, was jetzt eigentlich ist. Ich bin mit der Waffe noch nicht so gut gelevelt. Dass ich dann sicher einen Schuss abgeben kann. Und ich sehe es jetzt auch gerade gar nicht mehr. Naja, vielleicht kommt es noch. Ich melde mich auf alle Fälle, sobald sie was tut. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Jetzt steht es auf alle Fälle da und es steht frei. In 69 Meter. Es ist weiblich. Und ein männliches oder so weiter ist nicht in Sicht. Das heißt, wir holen uns das Weibchen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir es beim ersten Schuss gleich zum Liegen bringen. Ja, natürlich spitze. Lässt aber den Kopf hängen. Wird nicht allzu weit kommen. Na, doch. Sollen wir mal nachschießen, oder? Nee, machen wir nicht. Wir folgen dem jetzt. So. Dann schauen wir mal. So, jetzt können wir eher ein bisschen schneller gehen. Wir haben jetzt eh gerade alles vertrieben. Zumindest mal schauen, was wir getroffen haben. Dann wissen wir gleich, wie weit das jetzt hier gekommen ist. Körper. Naja, müssen wir gucken. Ja, ich folge dem Tier. Und sobald ich es habe, melde ich mich wieder. Bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und da vorne liegt es. Das Rentierweibchen. Musste gar nicht so weit laufen. Und dabei sehr viele Spuren von ihm eingesammelt. Hängt voll zwischen dem Baum. Das ist natürlich auch mal der Hammer. Ja. Schaut euch das an, wie es da liegt. Müssen wir so fotografieren, das ist witzig. So, dann schauen wir mal. 213er, CSS 14,8. Dauphinwert 0, war klar. Und 55,6 Meter entfernt. Körper, neue 190,4 Kilo, weiblich. Ach, es liegt immer so witzig da, schade. Naja. Gut. Dann gehen wir mal weiter und schauen mal, was sich sonst da tut. Ich werde jetzt die Straße entlang laufen, einfach mal gucken, was sich da tut in diese Richtung. Und zwar möchte ich schauen, dass wir ungefähr zu dem Hochsitz hier kommen. Ups. Komm, mach die Map auf, hier hin. Da laufen wir jetzt die Straße entlang und dann schauen wir, was passiert. Gut, ja, bis nachher. So, und da bin ich wieder. Wir haben einen Call von weiblichen Reh, männlichen Rehbock. Männlichen Rehbock. Hallo, Rehbock ist noch männlich. Naja, vielleicht wollen wir versuchen, den zu kriegen. Ich werde mir jetzt hier an die Steine dorthin stellen. Der müsste aus dieser Richtung kommen und die kommen immer verdammt schnell. Das wissen wir ja aus Erfahrung. Also wie man sieht, heute ist nicht allzu viel los. Aber so ist die Jagd. So, komm ich da hoch? Jawohl. Gut. Den schießen wir mit Rehposten, ist ja klar. Jetzt erstmal schauen, wo er ist. Können wir uns hinlegen. Immer ein bisschen hoch. Genau, liegend ist besser. Und jetzt warten wir, den callen wir jetzt nochmal. Und dann warten wir. Schauen, sehen wir den noch auf der. Ne, sehen wir nicht. Aber ist ja egal. Bei Rehe muss man aufpassen, die sind nämlich verdammt schnell, wenn man sie callt. Entweder lassen sie sich Zeit oder sie sind verdammt schnell.
Mal ein bisschen lauschen, wo er herkommt. Aber noch höre ich nichts. Da oben kommt er. Da oben. So, da sehen wir ihn. Er darf zurück bis auf ein paar Meter herkommen, dass wir ihn mit Reposten auch gleich liegen haben. Und auch die Daten will ich haben von ihm. Na komm, nicht stoppen. Jetzt komm, gib mir die Daten. Gut. Da liegt er. Da haben wir ihn. Unseren Rehbock. Bin auch schon lange keinen mehr geschossen. Gestern hatten wir, glaube ich, das Glück gar nicht. Oder vorgestern. Ja, alle ein, zwei Tage werde ich ein Video bringen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ich kann es nicht versprechen. Zumindest jeden zweiten Tag, das funktioniert. Aber jeden Tag weiß ich nicht. So, 14,6 Meter Körper, Schulterblatt, Wirbelsäule 141,256, CSS 48,4, 100er Trophäenwert, Erhaltungszustand 130,9 Kilo, männlich. Genauso wollen wir das sehen. Gut, gut könnte Größe sein, aber auch das passt. Gut, ja, dann schaue ich mal weiter, was sich noch tut und ich melde mich dann wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder und wir haben jetzt einen neuen Call und zwar von einem Fuchs männlich. So, den habe ich jetzt hier abgesetzt. Jetzt gehen wir auf den kleinen Hügel hier, legen uns dorthin, der kommt aus dieser Richtung. Ich weiß nicht, ob hinlegen sich lohnt. Ich denke schon. Wir müssen halt so, dass wir alles gut sehen können. Bei Füchse das gleiche wie beim Reh. Das kann sein, entweder kommen sie gar nicht oder brauchen ewig lang. Oder sie kommen sofort. So. Das heißt, mal schauen. Auch wieder mit Rehposten. So, dann schauen wir mal, wo er kommt. Mich regt jetzt nur der Schnee auf. Ja, das sieht man dann schlechter. Na? Ah, ich sehe ihn. Da hinten kommt er, mit den Bäumen, hier sehen wir, da kommt er 92 Meter, schaut recht groß aus, aus der Entfernung. Gut, jetzt wissen wir, dass er kommt, dann heißt das Waffe bereithalten. So, da läuft er. Hinter dem Busch. Wir müssen noch ein bisschen warten. Mal kurz durchs Fernglas schauen, wie weit das weg ist. Oh, da kommt noch irgendwas. Ich höre hinter mir was. 5 bis 15 Kilo, oh, der ist aber klein, oder? Da läuft nur ein Rentier. Naja, ich will jetzt den Fuchs haben. Da kommt er. So, kommt noch ein paar Meter her. Der liegt. Schau, schnell schauen, kann ich, schaffe ich das noch? Wo ist er? Ne, der ist weg. Der ist weg, schade. Naja. Zumindest haben wir noch einen Fuchs. Gut, das war der letzte Abschluss für heute. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen.
Jetzt schauen wir uns erstmal die Daten an und dann schauen wir mal, wie viel Gesamtscore wir zusammen haben. So, 25er, CSS 91.3, Trophäenwert 100, Erhaltungszustand 100, 11,4 Kilo, Geschlecht männlich, 16 Meter Kopf, Schädel, dritter Halswirbel. Gut. So. Dann. Was ist für heute? Was haben wir denn insgesamt für CSS? Wir haben 4 Abschlüsse, 5 Sichtungen. Ohne war das eine Weibchen. Der Fuchs hatte den höchsten Score mit 91.30 und 211.55 war Gesamtscore. Ja, für knapp eine Stunde Jagd, ein bisschen mehr wie eine Stunde und 5 Minuten sowas, ist es eigentlich ein guter Score. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, alle Tage weiß ich nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche zumindest alle, ich versuche es, aber alle 2 Tage wird es auf alle Fälle wieder ein Video geben. Gut, in dem Format mit Cuts, so wie jetzt. Okay, gut. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Und ja, nächste Woche kommt, glaube ich, die neue Map. Zumindest gibt es ein paar Livestreams. Am Montag auf Bratzes Kanal auch. Über die neue Map. Die haben nämlich Zugang zum Beta-Test-Surfer oder wie auch immer. Und ja, können wir ja mal reinschauen, was sich da tut auf der neuen Map und mit dem neuen Tier. Gut, bis dann. Tschüss.